Top-Schuh, ich glaube, für den habe ich bezahlt 650 Euro. Auch sehr, sehr gemütlich mit diesem Meshstoff da. Sehr Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Allerdings nicht wie letztes Mal von meinem Kleiderschrank, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, habe ich hier nochmal verlinkt, sondern einige von euch haben sich in den Kommentaren gewünscht, dass ich jetzt auch einmal ein Video über meinen Schuhschrank bzw. über alle meine Sneaker mache. Das lasse ich mir natürlich nicht nehmen. Ich habe da einige aussortiert, jetzt sind nur mehr die nicesten meiner Meinung nach am Start und die werden wir uns auch alle genau ansehen. Aber vorher gehen wir zuerst mal in den Vorraum, denn da befindet sich auch mein Schuhschrank. Ähnlich wie mein Kleiderschrank ist auch mein Schuhschrank eine Maßanfertigung. Wir haben hier eine kleine Umkleide, wo auch da unten noch ein paar Schuhe stehen, wie Laufschuhe und Schuhe, die ich nicht so oft anziehe, Adiletten, dies, das. Da oben sind dann ein paar Kisten, da sind Hauben drin, Handschuhe und so weiter und so fort. Und gleich daneben befindet sich jetzt auch mein Schuhschrank. Auch der wird natürlich beleuchtet, ich kann da nochmal die Farben wechseln. Der ist eine Maßanfertigung, das heißt, er wurde direkt in diesen Türbogen hier hineingebaut. Hier unten kann ich dieses Ding nochmal herausziehen und kann das entweder als Bank verwenden, um mich beim Schuhe anziehen hinzusetzen. Das war unnötig, weil ich da eh sowas nochmal habe. Ich kann das aber natürlich auch als Step-Up nehmen, wenn ich Schuhe von ganz oben holen möchte. Da stehen hauptsächlich Schuhe, die ich nicht mehr so oft anziehe, wie zum Beispiel absolute Legende. Diese Adidas Bounce, die ich damals gekauft habe, das waren meine ersten Bitcoin Freerunning Schuhe. Oder aber auch Adidas Tubular, die ich in New York geholt habe. Auch die fand ich immer sehr cool, weil bevor ich Yeezy hatte, waren das so die Schuhe, die halbwegs in die Richtung kamen. Dieser Step-Up da unten, da ist die kommende Garçon-Kette. Geben wir jetzt den kommenden Garçon-Shocks dazu. Absolut krasser Sneaker, mein absoluter Favorite aktuell. Die Kette habe ich allerdings heruntergegeben, weil das war mir doch etwas too much mit dem Ding hier vorne. Aber der ist so nice, Leute. Dieser Step-Up da unten beinhaltet aber auch nochmal Platz und Stauraum wie Schuhe, wie meine alten Parkour- und Freerunning-Schuhe. Oder auch noch da unten sieht man noch diese Adidas D-Rupt. Also alle Schuhe, die irgendwie übergeblieben sind, werden da drin noch versorgt. Wie man eben hier sehen kann, alle Schuhe bringe ich nicht mehr hinein. Ich habe auch teilweise, wie hier oder hier oben, zwei Schuhe hintereinander stehen, weil sich das sonst einfach nicht mehr ausgeht. Also es finden in meinem Schuhschrank wirklich nur die Schuhe ihren Platz, die ich auch wenigstens halbwegs regelmäßig anziehe. Ich hatte früher um die 70, 80 Paar Schuhe. Ich habe mich von der Hälfte mindestens getrennt, weil mir es einfach auf die Nerven geht, wenn ich wirklich so viel besitze, aber nichts davon tatsächlich trage. Also wie ich das auch immer wieder betone, trenne ich mich gerne von Sachen, weil sich das einfach für mich wie so ein Release anfühlt. Apropos Release, liebe Leute, diesen Black Friday gibt es natürlich auch einen Surprise Release. Den Hoodie, den ich da trage, war ja nach 3 bis 4 Minuten ausverkauft. Am Black Friday wird es einen Hoodie geben, der einige überraschen wird. Und der wird dann für alle, die früh bestellen, noch vor Weihnachten geliefert, und für all jene, die etwas später dran sind, wir haben einen gewissen Stock vorproduziert, die bekommen das dann nach Release. Wir werden unlimitiert produzieren, das heißt für all jene, die kein Glück hatten bei diesem Drop, die haben die Möglichkeit, jetzt noch ein Surprise-Ding zu bekommen, das von mir auch noch auf Instagram bekannt gegeben wird. Bis zum Schluss wird das aber geheim gehalten. Also seid auf alle Fälle gespannt, liebe Leute. Gut, ich will gar nicht mehr länger quatschen. Wir kommen ja jetzt zu meinen Sneakern. Ich habe schon so ein bisschen gezeigt, wie das ungefähr aufgebaut ist. Da auf jeden Fall relativ hoch bis da nach oben, und da unten finden da drin Platz, keine Ahnung, 25 Schuhe, dann noch mit da unten knapp 30. Ich weiß, da haben wir noch Schuhe, ich glaube, ich habe aktuell so um die 40 Schuhe. Kein Plan. Aber wie gesagt, die meisten davon ziehe ich auf einer regulären Basis an, mit Abstand meine Lieblingsschuhe. Sind allerdings die Schuhe, die da unten stehen, und zwar meine Laufschuhe, die Adidas Ultra Boost 2 oder 3.2.0. Das sind die 2.0, das sind noch mit der... Wow, okay. Ja, ich glaube, ich kann nicht länger halten, die riechen dementsprechend, ich gehe ja relativ viel laufen, und ja, die haben schon einiges mitgemacht. Meine Lieblingsschuhe, einfach weil das meine Laufschuhe sind und ich gerne laufen gehe, also sonst keinen tieferen Sinn. Und weil, als der Schuh rauskam, Adidas Ultra Boost für mich einfach von der Silhouette her aussah wie ein Sportwagen, und von Anbeginn hat mir der extrem gut gefallen. Ich habe hier natürlich, weil wir von Adidas sprechen, ich hatte früher sehr viele Adidas, natürlich auch Yeezy und so weiter. Die letzten drei, die mir aber wirklich geblieben sind, sind diese drei Paar Yeezys. Zum einen die Yeezy Static, die, wie ich finde, sehr, sehr clean gelungen sind. Ist ein schöner Schuh, ziehe ich aber wirklich kaum noch an, außer ich habe zufälligerweise gerade wieder eine Adidas Track Pants an. Die ziehe ich
doch noch etwas öfter an. Die Adidas Yeezy Boost 350 Oxford Terrain, auch für mich ein sehr, sehr schöner Colorway. Und das ist auch der Grund, warum ich die öfters trage, weil ich einfach kein Beige trage und da passen die Schuhe einfach perfekt dazu und sind nicht so die klobigen Skater-Schuhe, wie es jetzt halt sehr modern ist. Schon etwas klobiger sind natürlich dann die Adidas 750er in der OG-Variante, für mich der schönste 750er tatsächlich, den habe ich noch. Das sind die letzten drei Paar Yeezys, die ich noch habe. Beim Rest habe ich mich einfach getrennt, weil ich sie kaum noch trage. Und ja, waren auch viele Off-White-Sneaker dabei, von denen ich mich getrennt habe. Jetzt, wenn ich so durch den Schrank schaue, sind ein paar dabei, von denen ich mich auch noch trennen möchte. I don't know. Aber das de facto die letzten drei Sneaker. Wenn wir da jetzt nach unten sehen, sehen wir auch schon ungefähr, wie was aufgebaut ist. Hier sind wir in der Travis Scott Abteilung. Vom Travis Scott selbst habe ich allerdings nur diese, ja, die wurden gut gerockt auf jeden Fall schon, diese Air Force, die ich wirklich, wirklich feiere, weil wir viele Colorways dabei haben, viele unterschiedliche Stoffe. Ich den Schuh aber einfach unfassbar gemütlich finde und wenn ich mir jetzt nicht sicher bin, welchen Schuh ich dazu tragen soll, dann passen die immer, weil da ist eh gefühlt jede Farbe drin. Ein absolutes Grail von mir waren ewig lange natürlich auch diese Travis Scott Dunk Lows. Die sind meiner Meinung nach der gelungenste Schuh, den Travis Scott je rausgebracht hat. Auch mit diesen unfassbar kranken Laces, die er in dieser Art und Weise auch schon mal bei einem Hoodie verwendet hat. Ich habe jetzt auch schon länger überlegt, ob ich einfach diesen blauen Stoff hier vorne abnehme, weil darunter ja nochmal so ein eigener Colorway drin ist, den ich sehr feiere. Ich hatte eigentlich vor, auch die rosa Laces hineinzugeben, war aber bis jetzt zu faul und irgendwie ziehe ich den Schuh dann doch nicht so oft an. Wenn man eine große Auswahl hat, dann, ja, keine Ahnung, dann zieht man nicht immer die gleichen Schuhe an, sondern greift halt auch mal zu anderen. Schuhe, die ich aber wirklich sehr oft trage, sind eindeutig natürlich meine Louis Vuitton Trainer. Und ich kann es nur jedem Einzelnen immer wieder sagen, es ist ein Unterschied von 1 zu 1000, wenn du Nike-Schuhe und Louis Vuitton-Sneaker in die Hand nimmst. Nicht nur, dass sie um einige schwerer sind, sondern du merkst einfach an den Materialien, wie hochwertig hier gearbeitet wurde. Als ich den Schuh zum ersten Mal rausgenommen und dran gerochen habe, hat das für mich einfach gerochen, als würde ich in einen neuen Sportwagen einsteigen und diesen Ledergeruch haben. Also das ist für mich ein absolutes Meisterwerk der Schuhkunst. Ich weiß, warum ich für diesen Schuh 900 Euro bezahlt habe, wenn ich das vergleiche mit einem normalen, weiß ich nicht, chinesischen Nike-Schuh, der für 20, 30 Euro produziert wird, ist das einfach ein riesengroßer Unterschied und ich wäre auf jeden Fall bereit, wieder mal viel Geld für Louis Vuitton Sneaker auszugeben, weil die es meiner Meinung nach einfach nur wert sind. Top, top, top. Natürlich auch mit diesem Embroidered Look, also da so ein bisschen eingraviert in das Leder, das Ganze kommt mit zwei unterschiedlichen Laces. Giftgrün natürlich nice, kann zu diversen Dingen passen. Ich würde sagen, wir machen weiter, gehen rauf in die nächste Etage. Wir haben hier wieder mal sehr viele Nike-Schuhe, wie zum Beispiel diesen Nike Air Force Tearaway. Das bedeutet, ich kann hier, also da man es gut sehen kann, wo diese Schere eingeblendet ist, könnte ich diesen Stoff abnehmen und habe darunter dann nochmal ein buntes Leder in verschiedensten Farben. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil den Schuh werde ich so lange tragen, bis er schmutzig ist, dann ziehe ich das Weiße ab und habe wieder neue Schuhe. Absolut nice. Tearaway heißt nicht, ich glaube, ich habe für den bezahlt, keine Ahnung, 220 Euro oder so, I don't know. Ebenfalls 220 Euro habe ich für diesen hier bezahlt, der Nike Jordan Paris Low. Den habe ich mir geholt, weil damals kam der Dior Jordan in Low raus, das war mein absoluter Favorite und das war dieser Sneaker, der dem farblich noch irgendwo am nächsten gekommen ist. Also wir haben hier einen weißen Sneaker mit unterschiedlichen blauen bis grauen Nuancen drin, den feiere ich, finde ich sehr, sehr clean, passt immer wieder ganz gut dazu und auch zu einer Wash Jeans finde ich sehr, sehr schön, wenn das dann gut am Schuh steckt, dann macht das Ganze so eine eigene Einheit. Sehr, sehr schön, weiß nicht, ob es den noch gibt, war relativ schnell weg, aber für 220 Euro ist man mit dem auf alle Fälle dabei und kann ich nur wirklich schwerstens empfehlen. Wenn wir jetzt genau sehen, sehen wir natürlich, dass wir von weiß über hellblau zu dunkelblau kommen. Hier haben wir die Kentucky. Auch das ein sehr, sehr cleaner Schuh, den ich... Jetzt muss ich kurz überlegen, welcher ist der Hundescheiß? Ah, nein, der ist... Passt. Ja, ich bin mit dem Orangen in den Hundescheiße gestiegen und ja, das kriegt man schwer wieder raus. sehr, sehr cleaner Schuh natürlich. Passt überall gut dazu. Der kommt auch noch mit blauen Laces, habe ich allerdings rausgenommen und die weißen reingegeben, weil ich es einfach cleaner finde. Top-Schuh. Bezahlt habe ich dafür, keine Ahnung, 400 Euro oder so. I don't really know. Ich habe den, wie gesagt, okay, das ist der ohne Hundescheiße, in Orange gehalten, also der gleiche Schuh nochmal nur in Orange mit den weißen Laces drin. Auch der ein Schuh, der mir sehr, sehr gut gefällt, trage ich immer wieder gerne. Und ja, top Sneaker. Keine Ahnung, ich glaube, der war noch ein bisschen teurer. Weil wir jetzt schon so bunt sind, kommen wir weiter zum Nike Sakai.
Anfangs war ich vielleicht nicht so happy, jetzt, wie man schon, auch schon erkennen kann, trage ich den sehr, sehr gerne. Ein bunter Sneaker, der mir sehr gut gefällt, weil ich auch diese Schuhform einzigartig finde. Jetzt kam ja der neue Sakai heraus, der nochmal etwas krass ist. Auch den habe ich mir überlegt zu holen. Übrigens, gefühlt habe ich jeden Schuh, den ich gerne hätte. Und dann gibt es noch ein paar Schuhe, die wären noch ganz nice zu haben, wie den Vierer Jordan von Off-White und die neuen Sakai, die herausgekommen sind. Aber ansonsten habe ich für mich so jeden Schuh, den ich aktuell haben möchte, was eigentlich immer so ein Traum war. Top-Schuh, ich glaube, für den habe ich bezahlt 650 Euro. Auch sehr, sehr gemütlich mit diesem Mesh-Stoff da, sehr luftig. Also wirklich ein nicer Schuh, der mir gut gefällt. Und auch das ist für mich ein Trainingsschuh. Das ist der Nike React Element 87 mit so einem leicht durchsichtigen Stoff, sodass man unterschiedliche Socken in bunten Farben anziehen kann, die dann nochmal durch den Schuh durchleuchten. Finde ich sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, hier einen Korkersohle hineinzugeben, weil der gerade im Sport auch sehr, sehr hart wird und dann geht irgendwie diese Dämpfung vom Schuh verloren. Aber wie man sieht, auch den trage ich sehr, sehr gerne. Top-Schuh, weil er auch eine Schuhform hat wie Nike Sakai, die etwas dünner gehalten sind, die bei diversen Hosen wirklich sehr, sehr gut rauskommen. Also auch das ein Grail von mir gewesen, für den habe ich bezahlt 450 Euro. Ja, Freunde, jetzt haben wir hier oben diverse Blazer noch, wie zum Beispiel die drei, die ich habe. Ein absolutes Grail von mir immer gewesen war dieser Blazer von Off-White, der Halloween's Eve. Ich habe da allerdings nochmal orange Laces reingegeben, weil ich finde, dass das Ganze dann nochmal nicer rauskommt. Wie man sieht, Freunde, meine Schuhe sind alle gut getragen, weil für mich Schuhe zum Tragen da sind und nicht zum Aufbewahren und Ansehen, sondern mir ist das egal, ob da Creases reinkommen, ob da irgendwelche anderen Flecken reinkommen. Natürlich passe ich auf meine Schuhe auf, aber Schuhe sind für mich, wie gesagt, zum Tragen da. Für den habe ich bezahlt, keine Ahnung, 650 Euro, ich weiß es nicht mehr genau. Hab den dann nochmal von Off-White. Das war der erste Off-White Blazer, der rauskam. Hier habe ich aber weiße Laces reingegeben, weil ich das ganz, ganz cool finde. Ich glaube auch der, keine Ahnung, 600 bis 800 Euro. Ich weiß aber auch nicht, wo der Marktwert aktuell liegt, aber ich glaube schon noch deutlich über 1000 Euro. Top Schuh. Weil ich Blazer einfach feier, habe ich mir den dann nochmal geholt. Der hat 100 Euro oder so gekostet oder 120. Der hat irgendwie so eine Art Schlangenleder hinten nochmal drauf. Da habe ich die Laces auch rausgegeben, um die da reinzugeben. Und das ist ja der Standard Blazer, den ich mir zweimal geholt habe. Einmal zum Fortgehen und einmal noch, damit ich einen cleanen weißen Schuh habe. Steht da oben dann nochmal drin. Hier haben wir einen weiteren SB Dunk Low, der meiner Meinung nach sehr, sehr schlicht ist. Was ich sehr, sehr gerne mache, ist zwei unterschiedliche Laces reingeben. Auch den trage ich ab und an gerne, wenn ich so Grau- und Schwarztöne drin habe und ich finde, ja, ich möchte nichts Großartiges, Aufdringliches haben, dann kommt der Schuh für mich in Frage. Dann haben wir da oben noch einen Speed Trainer, den, ja gut, bitteschön, den trage ich so gut wie gar nicht mehr, auch wenn es ein sehr, sehr gemütlicher Schuh ist. Komme einfach in letzter Zeit nicht zu der Gelegenheit, passt auch irgendwie nicht mehr so gut zu den Outfits. Was euch vermutlich aufgefallen ist, es befindet sich kein Jordan in meinen Schuhen, aus dem einfachen Grund, weil mir Jordans an meinen Füßen nicht so gut gefallen. Ich denke mir, ah, cooler Schuh, zieh den an und dann komme ich mir so vor, als wäre ich wieder 12 Jahre alt mit der Schultüte am Weg zum ersten Schultag. I don't know, nicht so wirklich mein Fall. Gerne aber SB Dunks, das sind so Favorites von mir und ich glaube, von den Louis Vuitton Trainern würde ich mir auch noch gern welche holen. Mal sehen, was jetzt zukünftig so am Markt kommt. Mir gefallen auch die Off-White, die neuen, die rausgekommen sind, die so ein bisschen bulky sind und auch tatsächlich die New Balance. Ich glaube 550er oder so, sind auch relativ bald, gefallen mir auch ganz gut. Ansonsten gibt es für mich keine Grails. Mal schauen, was im Dezember noch kommt. Vielleicht hole ich mir was, bin aber mit den Schuhen ganz zufrieden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, liebe Leute, welcher Schuh euch am besten gefallen hat, welcher Schuh eurer Meinung nach in der Sammlung noch fehlt, welcher ein absolutes No-Go ist unter meinen Sneakern, würde mich auch sehr interessieren. Und vor allem nicht vergessen, am Freitag ist es soweit, um 12 Uhr geht es los mit dem Black Friday Release. Alle Produkte werden die gewohnte MEM-Qualität haben, seit um 12 Uhr auf der Homepage. Die ersten, die bestellen, bekommen die Produkte noch vor Weihnachten. Ich weiß nicht, wie schnell der Stock, den wir produziert haben, weg sein wird. Also es lohnt sich, schnell zu sein. Und danach habt ihr 24 Stunden Zeit, eure Bestellung aufzugeben und euer Produkt dann nach Weihnachten zu bekommen. Ich bedanke mich nochmal irrsinnig für den aktuellen Support, auch was meine Marke MEM betrifft. Ich bin mehr als überrascht und ich werde natürlich weiterhin alles geben, um hier die qualitativ besten Produkte im deutschsprachigen Raum zu liefern. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Leute. Ich verlinke euch jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder. Und kein Plan, was uns dann noch erwarten wird. Es ist Lockdown und dementsprechend muss ich auf diese Dinge zurückgreifen. Das war's von mir, euer Maximilian.